hier gibt es jetzt ganz interessante Einschätzung von JP Morgan. Die sagen, sie haben Quellen, nach denen die EU in der nächsten Woche nach den französischen Wahlen, die möchte man wohl abwarten, ein vollständiges Ölembargo gegenüber Russland verhängt, was natürlich entsprechend zu einer Explosion der Ölpreise gerade für Europa, für Öl nach Europa führen wird. Man spricht hier von über $180 pro Barrel. Wir werden sehen, ob JP Morgan diese Einschätzung richtig liegt, aber wir können uns auf jeden Fall auf weiter steigende Preise und Inflation hier einstellen. Ob es am Ende was bringt, ist ein anderes Thema. Zerstörung bringt auf jeden Fall das auch, und zwar für uns und unseren Geldbeutel, unsere Wirtschaft. Tatsächlich haben wir bereits jetzt in Europa die höchsten Energiepreise überhaupt. Inzwischen haben wir über 9% unseres Bruttosozialproduktes, unsere Wirtschaftsleistung geben wir für Energie aus. Die Amerikaner sind bei 4%, also da ist das deutlich entspannter. Bei uns sind es 9%. Das ist aber gerade erst passiert, ne? Wir waren bis vor kurzem auch noch bei 2-3% in den letzten Jahren. Jetzt sind wir aufgrund der jetzigen Steigerung bei über 9%. Und das hatten wir gerade mal in den 80er Jahren, als wir den Ölpreisschock hatten. Sie erinnern sich, 70er Jahre Ölpreisschock, ne? Das sind wir jetzt gerade wieder. Und wenn jetzt das, was JP Morgan befürchtet, nächste Woche eintritt, dann werden wir hier nochmal deutlich nach oben gehen. Und entsprechend haben wir jetzt schon eine Inflation von über 7,5% in der Eurozone dabei. Die kurzfristigen Zinsen weiter nahe der 0%-Marke. Die EZB bewegt sich hier mal überhaupt nicht. Also Geldvernichtung aller Orten, Verarmung der Bevölkerung wird dramatisch schnell zunehmen. Und das ist auch gar nicht das Ende. Ganz aktuell, der Vize der Deutschen Bank warnt bereits vor zweistelliger Inflationsrate. Und wir erinnern daran, dass das noch vor anderthalb Jahren hieß, es ist alles nur temporär, nur vorübergehend, ne? Ist alles nicht so schlimm.